fliegen können. Total fliegen können. Ich glaube, davon habe ich früher ganz oft geträumt. Ich glaube, jeder träumt vom Fliegen können. Und ich glaube, was total toll ist, ist mal die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, so von oben drauf zu gucken. Es gibt so, ich habe Schauspielunterricht gehabt in New York und mein Lehrer Michael Margotta hat gesagt, wir müssen jetzt uns alle mal auf den Tisch stellen, weil sich die Sicht auf die Welt verändert. Und denkst du, okay, steigen wir auf den Tisch. Und siehe da, es ist echt was anderes. Und ich glaube, das wäre echt mal toll, von ganz oben zu sehen, so selber. Und aber sich natürlich frei zu bewegen, nicht im Flugzeug, sondern wirklich so, das meinst du ja auch so, ne? Ich glaube, das finde ich super. Hungrig ins Bett. Hungrig ins Bett, verkatert aufwachen, ist echt scheiße. Habe ich gerade so hinter mir die letzten Tage. Hungrig ins Bett ist natürlich auch nicht wirklich schön, aber dann fühlt man sich morgens irgendwie so cool. Man fühlt sich irgendwie so, ach, so slim. Denkt so, jetzt kann man endlich wieder was essen. Hungrig ins Bett. In die Vergangenheit reisen. Ich habe früher, als ich jünger war, als ich Teenager war, habe ich immer gedacht, dass ich eigentlich in die falsche Zeit geboren bin, dass ich eigentlich hätte in den 20er Jahren leben müssen und habe mich total für die Mode, für die Kunst, fürs Tanzen der Charts und habe mich total dafür interessiert. Villa am Strand. Das ist mein Traum, ehrlich gesagt. Also davon träume ich schon total lange. Es ist leider irgendwie schwer zu finden und auch nicht so einfach zu finanzieren, glaube ich. Aber vielleicht irgendwann mal habe ich dann hoffentlich so ein kleines Haus oder kleine Hütte am Strand. Aber ich liebe das Meer. Ich bin da ganz viel immer noch in den Ferien und das beruhigt mich total und ich mag die Weite. Mit den Bergen habe ich leider nie so richtig Kontakt aufgenommen. So, obwohl ich glaube, dass das auch ganz toll sein kann. Aber meine Verbindung ist zum Meer, vor allen Dingen zur Ostsee. Das ist nochmal so anders als die Nordsee, die kenne ich nicht so gut. Und da sind wir mindestens zweimal am Jahr sind wir da. Mehr frieren. Ich bin total verfroren. Ich muss immer relativ viel anziehen, damit mir warm ist. Und das Problem beim Drehen ist ja immer, dass wir mit den falschen Klamotten zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Und das sozusagen ein Teil des Berufes ist, dass man eigentlich permanent in der Kälte rumsteht und nie das Richtige anhat. Insofern schwitzen kann ich ganz gut tolerieren, aber frieren ist echt ein Horror für mich. Trinken, ohne betrunken zu werden. Hatte ich letztens irgendwann, kennt ihr das, wenn es so zu viel wird, wo du echt so ein Bein rausstellen musst, so aus dem Bett, damit sich die Welt nicht dreht? Das ist ein ziemlicher Horror, hatte ich vor kurzem und ich habe gar nicht so viel getrunken. Ich glaube, es war einfach meine Konstitution, die war irgendwie, ich hatte vielleicht zu wenig gegessen oder was, das war ganz schrecklich. Insofern lieber trinken, ohne betrunken zu werden. Film mit Meryl Streep drehen. Ich vergötter sie. Die ist super, ist großartig. Ich meine, das ist echt eine schwierige Entscheidung, ne? George Clooney ist schon auch echt ein toller Schauspieler, aber ich glaube, ich würde das mit Meryl Streep bevorzugen. Die einmal kennenlernen wäre schon super. Ich fand das früher immer furchtbar, über einen roten Teppich zu gehen. Ich bin immer so vorbeigeschlichen, bis mich meine Managerin irgendwie geprügelt hat, du musst jetzt da stehen bleiben und Fotos machen. Und inzwischen denke ich, dass es echt auch so ein Privileg ist, dass man das erleben darf, also dass ich das in meinem Beruf erleben darf, sozusagen so ein bisschen ein Gefühl von Glamour zu haben. Und insofern finde ich das toll, dass es Leute gibt, die sich tatsächlich dafür interessieren, was man macht. Also ich würde beides behalten wollen, wenn ich das darf.